Hallo, ich bin Jens Geier. Herzlich willkommen zu meinem Videopodcast. Die Industrie ist in Europa nach wie vor der Motor für Beschäftigung, Wachstum und Innovation. Länder mit einer starken industriellen Basis können mehr zukunftssichere Arbeitsplätze schaffen und sind besser gerüstet, die katastrophalen Auswirkungen von Krisen zu bewältigen. Das hat auch die letzte Finanzkrise gezeigt. Aber Industrie arbeitet nicht im luftleeren Raum. Sie braucht Arbeitskräfte, Rohstoffe, Energie, Infrastruktur, Forschungseinrichtungen, Qualifizierungsmöglichkeiten und Geld. Das alles gibt es nicht auf der grünen Wiese. Deshalb sind Industrieregionen immer auch städtische Regionen. Und viele von ihnen sind über einen langen Zeitraum historisch gewachsen. Wir haben in der Europäischen Union eine ganze Reihe von sogenannten altindustriellen Regionen, also Gebiete, die haben früher mehr oder weniger ausschließlich von der Montanindustrie gelebt und sich in den letzten Jahren zwangsläufig breiter aufgestellt. Ich rede zum Beispiel von Lidl, Lüttich, Mittelengland und natürlich auch vom Ruhrgebiet. In diesen Regionen steckt ein unglaubliches Potenzial, aber die haben auch besondere Schwächen, die eben in ihrer Geschichte und ihren regionalen Besonderheiten liegen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, und das ist die Umweltbelastung im Boden. Wir haben im Ruhrgebiet jede Menge gut erschlossene Industriebrachen, aber die können nicht genutzt werden, weil der Boden zu stark belastet ist. Da findet sich kein neuer Investor, weil die Kosten, das zu beseitigen, einfach zu hoch sind. Und es geht um sowas wie veraltete Gebäudeinfrastruktur, nicht mehr ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte. Das sind Aufgaben, denen muss sich die öffentliche Hand annehmen, aber die übersteigen die finanziellen und administrativen Möglichkeiten der öffentlichen Stellen vor Ort. Und das hat die Europäische Kommission mit ihrer Industriepolitik bisher viel zu wenig auf dem Schirm gehabt. Ich freue mich deshalb sehr, dass das Europaparlament in der letzten Woche in Straßburg meinen Bericht zur Entwicklung der Industrieregionen mit großer Mehrheit beschlossen hat. Wir fordern damit die Kommission auf, endlich politische Konzepte und Instrumente zu entwickeln, um Regionen wie dem Ruhrgebiet maßgeschneiderte Hilfen zur Verfügung zu stellen. Da geht es um Geld, um neue Förderinstrumente, aber auch um Information und Orientierungshilfen. Altindustrielle Regionen wie das Ruhrgebiet haben eine wirklich große Expertise und können damit Innovation und Wachstum in der Europäischen Union maßgeblich voranbringen. Dafür zu sorgen, dass diese Regionen ihre Potenziale auch nutzen können, ist nicht nur für die Region selbst wichtig, sondern ist eine Chance für die gesamte EU, die Kommission nicht verstreichen lassen darf. Vielen Dank für Ihr Interesse.